Aus diesem Auspuff kommt Wasser. Es ist ein umweltschonendes Liegerad. Gezeigt bei der Veranstaltung Forschung industrienah am Campus Wels. Wir haben ein Liegerad gebaut und dann hat uns nur gefehlt, mit was betreiben wir das. Ja? Der erste Schritt war rein Solar. Wir sind mit Photovoltaik mit diesem Fahrrad gefahren. Da haben wir aber festgestellt, dass wir sehr wetterabhängig sind. Jetzt haben wir den nächsten Schritt genommen und haben eine Brennstoffzelle draufgepflanzt. Und somit können wir jetzt mit gespeicherter Sonnenenergie fahren. Also wir zerlegen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff lassen wir in die Umgebung. Den Wasserstoff speichern wir in eine Druckflasche. Der ist an Bord von diesem Rad und damit fahren wir dann. Und hinten kommt Wasser raus beim Auspuff sozusagen. Wichtig ist, dass wir herauskommen aus dem fossilen Zeitalter hinein in die Erneuerbaren. Und da ist die Fachhochschule ein wichtiger Partner für Forschung und Entwicklung. Studenten und Doktoranden forschen in den Bereichen saubere Energie, nachhaltige Produktion und klimaschonende Mobilität. Gott sei Dank können wir mit dem Standort Wels ein sehr breites Spektrum zum Thema Nachhaltigkeit abdecken. Das beginnt bei Energie, wo wir uns mit Energiespeicherung oder wir haben hier am Dach auch eine Solartankstelle, mit der wir die Autos im Erdgeschoss versorgen. Das geht in Richtung alternative, moderne Materialien, Materialwissenschaften, aber auch der Bereich der Lebensmittel, wo wir gesunde Lebensmittel, nachhaltige Lebensmittel bearbeiten, beforschen. Es gibt ja auch ganz klare Ziele, zu denen wir uns auch als Wirtschaft in Oberösterreich klar committen. Die Europäische Union hat hier die Richtung auch vorgegeben. Und jetzt geht es darum, wie machen wir es standortverträglich? Wie können wir sicherstellen, dass trotzdem am Standort Oberösterreich weiter investiert und gewachsen werden kann? Weil Industrie braucht Strom, braucht Energie. Und genau diese Lösungen jetzt zu arbeiten, gemeinsam mit Politik, nämlich wo muss ich fördern, wo kann ich Regelungen auch neu schaffen, da sind wir mitten dabei und das ist eine höchst spannende Zeit. Ein Tag mit rund 30 Vorträgen, Diskussionsrunden und mehr über Studenten und ihre Projekte erfahren. Wir arbeiten an thermische Speicheranwendungen. Das bedeutet, wir würden gern die Sonnenenergie, die Solarenergie, während die gute Einstrahlungszeit ist, also im Sommer, speichern und das gern im Winter verwenden. Das heißt, wir brauchen Materialien, die lange die Energie speichern können. Und wir arbeiten an thermochemischen Materialien. Die Fachhochschulprojekte befassen sich übrigens mit der Umwelt. Eines davon ist das Wasserstoffrad. Der Prototyp ist für den Straßenverkehr bereits zulässig.